1908. Der Live-Radio Lask-Podcast. Immer Lasker, immer Lasker, hey, hey. Mit Georg Duschlbauer. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Live-Radio Lask-Podcast 1908, wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lask. Diesmal eine spezielle Ausgabe mit Live-Publikum in unserer Live-Lounge. Schön, dass ihr da seid, darf euch ganz herzlich begrüßen. Und wir haben natürlich auch drei Gäste, drei Spieler des LASK. Begrüßen wir mit einem kräftigen Applaus Sascha Horvath, Florian Flecker und Felix Luckeneder. Ja, Burschen, super, dass ihr da seid, dass ihr euch Zeit nehmt heute Abend. Es ist ja Länderspielpause. Ich hätte euch voll gern zum Derby-Sieg gratuliert heute. Wer nicht, ja. Wir wissen, dass das gestern leider anders ausgegangen ist. Sascha, was ist schiefgegangen gestern? Ja, die haben zwei Tore gemacht und wir keins. Von dem her haben sie dann verdient gewonnen. Aber ich glaube einfach, dass wir gestern gesehen haben, dass bei jedem Spieler fast, glaube ich, der Akku leer war nach den letzten Wochen. Und ja, sie haben es einfach gut gemacht, das muss man akzeptieren. Aber ich freue mich schon wieder und ich hoffe, dass wir wieder gegen sie spielen werden dann. Ich hoffe, dass sie es irgendwie raufschaffen, weil da ist dann noch eine Revanche. Dann drück mir noch die Daumen. Flecki, war es vielleicht bis gestern auch so ein bisschen Müdigkeit im Kopf nach diesen wirklichen Spitzenspielen? Man hat gehabt Salzburg, man hat gehabt einen Sturm, man hat St. Gilloise gehabt noch am Donnerstag im Europacup. Das vom Kopf her eher die Müdigkeit dabei? Ja, also bei mir persönlich war es jetzt nicht so tragisch, weil ich in dem Block jetzt nicht so extrem gespürt habe, aber ich kann es vom letzten Monat sagen, in so einer Zeit ja, wird man natürlich körperlich und auch psychisch gefordert, so ehrlich muss man dann auch sein. Aber ich glaube, das kann auch keine Entschuldigung sein für gestern. Ich glaube, in so einem Spiel, wir wissen alle, um was es geht. Da muss man so viel sein, dass man da nochmal drüber gehen kann. Und von dem her, finde ich, ist das kein Thema vom Kopf her. Lucky, wie sehr schmerzt dich als LASK-Urgestein zur Derby-Niederlage? Ja, sicher. Vielleicht ein bisschen mehr und länger wie an einer anderen. Aber ja, es ist passiert. Hilft jetzt eh nichts. Man muss aber trotzdem auch sagen, das war ein ganz ordentlicher Block, also von Länderspielpause zu Länderspielpause. Das Problem ist halt im Sport allgemein oder im Fußball, du musst dann alle drei Tage die Leistung am Platz bringen. Und am Donnerstag hat es halt recht viel Schulterklopfer gegeben. Und jetzt ist aber auch so, dass nach dieser Derby-Niederlage nicht alles schlecht geredet werden darf. Was natürlich keine Ausrede sein sollte, aber gestern hat der Robert Schul gefehlt. Sascha, warum ist er gerade für euer Spiel so immens wichtig? Ja, ich glaube, er hat extrem viel Erfahrung und was einfach spielerisch drauf hat, glaube ich, sieht man jedes Spiel, wenn er dabei ist. Ja, von dem her, glaube ich, wissen wir einfach alle, was wir an ihm haben. Und ja, natürlich haben wir uns gewünscht, dass er dabei ist, dass er uns wieder die Tore schießt. Aber wenn einmal der Robert ausfällt, glaube ich, haben wir genug Qualität im Kader, dass wir das auch auffangen. Von dem her darf das auch keine Ausrede sein. Auch wenn es gestern eine Niederlage war in der Tabelle, hat sich jetzt nicht gravierend viel geändert. Vorne sind noch 14 Minuten Salzburg und Sturm mit 30 Punkten. Der LASK auf Platz 3 mit 25 Punkten. Ist das was, wo ihr sagen könnt, das passt, damit können wir zufrieden sein? Ja, ich denke schon. Also wir wissen auch, dass im Sommer ein Trainerwechsel gegeben hat, da die Spielanlage von uns sich ein bisschen geändert hat. Und ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man schon zufrieden sein. Sicher, die Siege jetzt gegen Sturm und Salzburg waren schon top. Das andere ist halt das, ja, du hast halt zweimal auswärts gegen etwas kleinere Vereine verloren. Das schmerzt natürlich extrem und da hätten wir ja den einen oder anderen Punkt dann schon noch mehr haben können. Flecki, wie siehst du die Lage in der Tabelle aktuell? Ja, ich glaube, der Luck hat es ganz gut beschrieben. Ja, natürlich, dass wir da in Salzburg wieder mal einen Sieg einfahren haben können. Ja, war super für uns alle, aber ich glaube, so wie gestern so ein Spiel oder so, dann würde ich lieber schon so eins gewinnen, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, die Position stimmt. Wir sind trotzdem noch immer jetzt vorne dran bei den zwei. Und ja, wir müssen einfach schauen, dass wir so gut wie möglich bis zur Punkteteilung, sagen wir ungefähr, so einen Abstand haben. Und dann, wenn sie geteilt werden, ist es wieder mit den direkten Duellen. Ja, hast du wieder Riesenchancen. Und dann, glaube ich, passt das so, wie es jetzt ist, ganz, ganz gut.
Wenn man auf die Tabelle schaut, dass Salzburg, Sturm und der LASK vorne sind, das ist jetzt keine große Überraschung. Aber was sehr überraschend ist, für mich zumindest, dass Hartberg so gut dabei ist. Punkte gleich mit euch. Ihr kennt den Verein sehr gut, habt alle drei dort gespielt. Sascha, was machen die so gut in Hartberg? Ja, ich glaube einfach, dass der Schoppi da richtig gute Arbeit leistet, auch wo wir da hinkommen sind. Es sind eigentlich immer so Spiele, auch wie in Donis zum Beispiel jetzt, der was sich woanders nicht so durchgesetzt hat und dort wieder eine neue Chance kriegt. Und von dem her, glaube ich, machen sie das richtig gut. Sie spielen einfach Fußball, sie haben eigentlich nichts zu verlieren. Sie sind da in Anführungszeichen der kleine Verein und da hast halt weniger Druck und dann spielst du auch einfach ganz frei auf. Und sie haben richtig gute Qualität in der Mannschaft, glaube ich, was man sieht. Und ja, deshalb sind sie auch verdient da, wo sie sind. Du, glaubst du, dass Hartberg auch bis zum Schluss dranbleiben kann oder wird denn irgendwann einmal die Luft ausgehen? Ja, ich denke schon, dass das schwierig ist. Wenn man die letzten Jahre dort anschaut, ist es immer Ziel gewesen, in der Liga zu bleiben, mit dem einen oder anderen Ausreißer nach oben, auch wie wir dort waren, wo wir einmal oben reingekommen sind und einmal knapp dran gescheitert sind. Aber ja, der Sascha hat es eher gesagt. Ich glaube, Markus Schopp leistet dort sehr, sehr gute Arbeit. Man sieht es an den Ergebnissen und ich denke schon, dass sie heuer definitiv oben wieder dabei sind. Mit unserem neuen Trainer und der neuen Spielidee hat es natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, bis das rund läuft. Mir ist vorgekommen, dass gerade nach der letzten Länderspielpause ihr einen wahnsinnigen Fortschritt gemacht habt, wie dann das Spiel gegen Salzburg war. Ist mir vorgekommen, wow, die kommen aus der Länderspielpause und plötzlich spielen sie um einiges stärker. Was habt ihr da gemacht in der Pause genau, dass das um so viel besser geworden ist? Oder hat mich das getäuscht? Na, ich glaube, das hast du schon richtig aufgefasst. Natürlich kommt da dazu, dass man dann wieder mehr Zeit hat zu trainieren, weil in der normalen Zeit, wenn die ja jeden dritten Tag ein Spiel ist, bist du mehr damit beschäftigt, dass du halt regenerierst, dass du schaust, dass du wieder fit bist, dass du wieder, ja, wieder Gas geben kannst. Und in der Phase hast du einfach dann schon, so wie es jetzt ist, quasi die Wochen, haben wir wieder Zeit, dass wir arbeiten können, plus dann halt die nächsten paar Tage noch. Aber ich glaube, das ist einfach eine super Phase gewesen, wo wir ja gewisse Dinge einfach nur ein bisschen geschärft haben, glaube ich. Und das hat man dann auch gesehen in die anschließenden Spiele. Sascha, wie ist die Liga überhaupt heuer einzuschätzen? Mir kommt vor, es ist alles ein bisschen näher zusammengerückt. Es ist keine Partie irgendwie, dass du sagst, das ist eine gemade Wiesen von vornherein. Es sind zwar auch Salzburg und Sturm wieder vorne, aber durchaus verwundbar, wie man gemerkt hat. Wird das bis zum Schluss eine enge Kiste bleiben, glaubst du? Ich glaube schon. Ich glaube, dass diese Saison, auch wie zum Beispiel Klagenfurt oder Hartberg, wie wir vorher schon gesagt haben, dass einfach, ja, jeder kann richtig gut verteidigen und ist halt dann auch schwer, wie man gestern gesehen hat bei uns, wenn sich da alle aufstellen und du musst halt immer wieder anlaufen, musst schauen, dass du kein Konter kassierst. Und ja, ich glaube schon, dass es dieses Jahr auch mit Salzburg, dass sie einfach sehr, sehr, sehr junge Spieler haben, muss man einfach sagen, und wir einfach schon erfahrene Spieler in unseren Kreisen haben und das kann auch ein Vorteil sein. Aber ich glaube, dass dieses Jahr ja sehr knapp wird. Warum ist es so schwer, gerade gegen Mannschaften, die natürlich in erster Linie verteidigen, dort durchzukommen? Wir haben es gestern wieder gesehen gegen Blau-Weiß. Was macht es so schwierig? Ja, es gibt einfach Lösungen im Ballbesitz zu finden. Und Sascha hat es auch schon gesagt. Ich glaube, wenn man auf internationaler Ebene schaut, auch bei diversen Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, dass durchaus kleinere Länder einfach gut verteidigen und eine gute Struktur drinnen haben und mit dem einen oder anderen schnellen Spieler dann gut umschalten können. Und ja, es ist das Schwierigste, einfach mit dem Ball eine Lösung zu finden und dann halt auch die wenigen Torchancen, die man hat, muss man halt dann eiskalt verwerten. Flecki, wie wird die Liga weitergehen? Wie wird sie sich entwickeln und wo kann der LASK oder soll der LASK stehen am Ende der Saison? Ja, die Liga wird sich entwickeln, dass es nach 22 Runden nochmal geteilt wird. Dann werden wir mal schauen, wer da oben dabei ist bei uns. Also, weil, ja, ich bin mir sicher, wir sind sicher oben drin. Und dann hast du einfach wieder Gas gegeben. Und dann sind wieder die Spiele, so wie es letztens war, das Playoff, also letztes Jahr. Und ich glaube, da hat man gesehen, da hat jeder gewusst, um was es geht. Wir müssen da wieder performen.
Und unser Ziel ist es wieder dann genauso wie letztes Jahr. Ich glaube, da haben wir, ja, was haben wir da gespielt? Salzburg. Oder ich glaube, ein, zwei Spiele nur verloren, glaube ich, insgesamt. Und ja, wenn wir das wieder so hinbringen, dann glaube ich, können wir ja ganz vorne mitspielen. In der Bundesliga sind es jetzt noch 3 Spiele bis zur Winterpause. Tirol daheim, Austria Wien und Lustenau auswärts. Tirol wissen wir nicht unbedingt, unser Lieblingsgegner aus Erfahrung. Die Austria derzeit sehr stark und Lustenau der Tabellenletzte. Sascha, was kommt da in den 3 Partien noch auf uns zu? Ja, hoffentlich 3 Siege. Weil du gesagt hast, die Austria ist gut drauf. Ich glaube, dass wir auch richtig gut drauf sind. Jetzt auch mit der Derby-Niederlage okay, aber davor haben wir gesehen, dass wir richtig gut unterwegs sind. Von dem her, ja, muss einfach unser Ziel sein, dass wir da mindestens 2 Siege holen und dann gegen die Austria auch schauen, dass wir da punkten. Okay, wo siehst du denn LASK Ende des Jahres in der Winterpause? Wo stehen wir? Wie groß ist der Abstand? Ja, schwierig zum sagen. Also, was die anderen auch machen, ich weiß auch nicht, wie das Restprogramm von den anderen ist, aber ich denke, vor allem mit dem letzten Block, auf den kann man aufbauen und da muss jedem halt dann bewusst sein, dass es eine sehr intensive Phase war, aber es wird auch noch bis zur Winterpause sehr intensiv werden und wir werden jeden Einzelnen brauchen und ich bin guter Dinge, dass wir da ja, 3 Siege einfahren können. Vor der Winterpause gibt es auch noch die letzten 2 Gruppenspiele in der Europa League. Zur Europa League, sei noch gesagt, Sascha Robert ist zum Europa League-Spieler der letzten Runde gewählt worden. Ich glaube, da kann man mal applaudieren. Gell? Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. Da geht es am 30. November auswärts gegen Liverpool, Anfield Road. Ich glaube, viele Kicker würden gerne mal dort spielen. Für euch ist es Realität. Wie sehr freut ihr euch schon auf dieses Match, Flecki? Ja, klar ist es ein Highlight, glaube ich, von uns allen. Genau wie du gesagt hast, ich glaube, jeder Kicker ja, wird dort gerne mal einlaufen. Natürlich, dass wir jetzt so die Chance gekriegt haben, indem das Liverpool heute einmal in der Europa League ist und auch in unserer Gruppe gelostbar ist, ist es natürlich schon ja, glücklich und natürlich auch sehr, sehr speziell für uns alle und wir freuen uns riesig auf das Spiel. Vielleicht wieder von dir ein Tor mit Salto? Ich hätte nichts dagegen, also ich werde es auf alle Fälle wieder probieren und hoffentlich geht da wieder einer rein. Trainierst du den Salto eigentlich regelmäßig oder hast du es einfach intus? Ja, früher habe ich ihn trainiert, aber wie ich noch in Hartberg war, habe ich ihn ein, zwei Mal noch gemacht. Und seitdem ich da in Linz bin, habe ich ihn eigentlich nicht mehr gemacht. Und es war gegen Liverpool, glaube ich, das erste Mal seit ja, 2,5 Jahren, also, dass ich wieder mal probiert habe. Gott sei Dank bin ich dann wieder auf die Füße gelandet. Und hat einwandfrei funktioniert. Also du bist gesund, das ist das Wichtigste. Jetzt ist es so, dass Liverpool das letzte Match gegen Toulouse überraschend verloren hat. Das ist, ja, was uns überhaupt nicht zugute gekommen ist, leider Gottes. Ich meine, wenn wir noch den Aufstieg in der Europa League schaffen wollen, dann müssen wir fast in Liverpool gewinnen. Wäre natürlich ein Traum. Wie seht ihr das? Können wir was mitnehmen von der Anfield Road, Sascha? Ja, wird schwer. Ne? Ich glaube, dass gegen uns wieder voll mit der vollen Garnitur spielen werden. Weil jetzt müssen ja, glaube ich, auch wieder punkten. Von dem her wird es eine ja, schwere Aufgabe. Aber wie gesagt, jedes Spiel geht 90 Minuten. Wir werden wieder alles reinhauen. Müssen wieder Vollgas geben und was dann rauskommt, werden wir sehen, aber wird schwer. Was kann man aus der ersten Partie gegen Liverpool mitnehmen? Wenn man gesehen hat, man spielt da gegen einen Virgil van Dijk, das ist ein Schrank sondergleichen und dann kommt ein Salah von der Bank noch. Luke, wie war das? Ja, sicher war es ein Highlight für uns alle. Was uns aber gezeigt hat, auch, dass wir ja, bis zur 60. Minute 1-0 in Führung waren. Also es war schon ganz besonders auch mit dem Flair, die Lautstärke im Stadion, also es war schon top und der Spielverlauf, Fleck ist das Halter natürlich auch, aber ja, es wird definitiv nicht einfach, aber ja, die Partie fängt bei 0-0 an und Sascha hat gesagt, sie dauert 90 Minuten oder ein bisschen mehr. Schauen wir, wird sicher interessant.
Das allerletzte Spiel vor Weihnachten, wo es dann in die Pause geht, ist daheim gegen Toulouse. Auswärts war es eine bittere 0-2-1-Niederlage, wo mehr drinnen gewesen wäre. Worauf jetzt da ankommen, Flecke, im Rückspiel, dass man die Franzosen bieren? Ja, ich glaube, in Toulouse war es eben so, dass ein bisschen an unserer Chancenverwertung gescheitert ist. Wenn man da jetzt im Nachhinein, halt, wenn man das so sieht, wäre dort schon mal gut gewesen, wenn wir einen Punkt mitgenommen hätten. Ich glaube, es ist trotzdem ein bisschen besser, weil wir schon wissen jetzt genauer, was auf uns zukommt. Wir können uns ein bisschen besser noch auf die Mannschaft einstellen. Und ja, ich glaube, sowieso wie jedes Spiel, dass wir extrem giftig sind wieder. Und eben mit dem Zusatz, dass wir ja, unsere Chancen auch nutzen und dann Tore erzielen. Weil das mit dem Tore-Schießen gerade nach der Länderspielpause schon sehr gut geklappt hat. Das waren drei Spieler dabei mit jeweils drei Toren. Das haben wir eigentlich vorher in der Saison noch nicht gehabt. Woher ist das gekommen, Sascha? Ja, ich glaube einfach, wie der Flecki vorher schon gesagt hat, dass wir einfach ja, viel trainiert haben. Auch die Stürmer haben immer so spezielle Trainings, dass sie einfach aufs Tor schießen. 100 Mal, glaube ich, gefühlt. Und ja, das ist einfach Trainingssache und ich glaube, sie machen es auch echt gut. Da müssen sie einfach, oder wir eigentlich alle dranbleiben. Wir haben richtig gute Qualität in der Mannschaft, also ich glaube, die Tore kommen dann auch von alleine. Was in dieser Saison schon ersichtlich ist, ist, die Raiffeisen Arena ist eine richtige Festung geworden. In der Liga noch ungeschlagen, es hat nur Liverpool geschafft, hier zu gewinnen. Was macht es für die Gegner so schwer in der Raiffeisen Arena, Luke? Ja, natürlich in erster Linie die Stimmung von unseren Fans. Nein, das pusht schon extrem. Es ist, ja, ich glaube, das kommt immer ein bisschen auch von außen, von den Medien, Heimstärke oder Heimmacht. Natürlich willst du auswärts genauso punkten, aber wir sind schon auch froh, dass wir zu Hause einfach ja, so erfolgreich Fußball spielen und ist jetzt dann irgendwelche Gründe zu finden, schwierig, ob da der eine oder andere mehr motiviert ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man auch nicht rausfinden. Aber es macht schon enorm Spaß, in dem Stadion zu spielen. Vorher gerade gehört, der Zuschauerschnitt von knapp 15.000. Also das ist schon richtig top für österreichische Bundesliga-Verhältnisse. Und da sind wir natürlich sehr glücklich, dass wir so erfolgreich sind und dass wir dann nach der Partie mit unseren Fans feiern können. Jetzt ist auch der Rasen komplett erneuert worden. Zwei Spiele drauf waren schon. Wie war es zu spielen auf dem neuen Rasenflecke? Ja, sehr gut. Natürlich war er zum Schluss schon ein bisschen, sage ich mal, angeschlagen. Jetzt war es halt einfach so, dass man merkt, der Untergrund, dass sich was getan hat. Ich glaube, er braucht trotzdem noch ein bisschen Zeit, dass er dann komplett anwachsen kann, aber ich glaube, das ist jetzt wieder sehr gut und man hat gesehen, man kann gut drauf kicken. Reden wir kurz über den ÖFB-Cup noch. Den Gegner kennen wir am 2. Februar, Salzburg zu Hause. Der Trainer hat nach der Auslosung gesagt, das ist ein absolutes Wunschlos, weil Heimspiel gegen Salzburg und gegen Salzburg muss man sowieso spielen, wenn man einen Cup gewinnen will. Wie seht ihr das so? Ist es für euch auch ein Wunschlos oder werden ihr vielleicht Play oben oder so besser gewinnen? Nein, ich glaube, der Trainer hat schon recht, dass man, wenn man das gewinnen will, dann muss man einfach Salzburg auch schlagen. Von dem her sind wir froh, dass wir es bei uns daheim haben. Wie du schon vorher gesagt hast, doch mit der Heimstärke, da wollen wir natürlich weitermachen dann. Also von dem her, du musst Salzburg schlagen und daheim macht es dann natürlich mehr Spaß. Ich möchte noch zum Thema kommen, das auch in den letzten Wochen öfter angesprochen worden ist. Das ist dieser unglaublich geile Teamgeist bei euch in der Mannschaft. Woher kommt der? Kommt bei so einem großen Kader, wo immer wieder wer zuschauen muss, aber man hat doch das Gefühl, dass da alle irgendwie eine total eingeschworene Einheit sind. Luke, ist das im Trainer auch besonders wichtig oder woher kommt das? Ja, ich hoffe, dass es im Trainer wichtig ist. Nein, es ist ja nicht so einfach, auch, wenn man die Größe hernimmt vom Kader. Auch, vielleicht da die sprachliche Barriere, weil wir doch halt auch sehr viele Spieler aus dem Ausland haben. Aber ich glaube, wir haben einen gewissen Grundkern, der einfach ja schon in der Kabine vorangeht. Und dann einfach ja, mit einem gewissen Schmäh die anderen einfängt. Und das macht dann die Mischung aus. Und im Endeffekt ist es ein Mannschaftssport.
Du brauchst jeden. Wir brauchen einfach den großen Kader, dass wir, wie gesagt, alle drei Doktoren die Leistungen bringen können. Und es, das entwickelt sich einfach. Und ich denke, im Großen und Ganzen haben wir ja sehr viele verschiedene Charaktere. Aber die Mischung, wie gesagt, macht es aus und es macht sehr viel Spaß, ja. Du hast das ja schon kurz angesprochen, wie funktioniert im Training eigentlich die Kommunikation? Es sind doch einige Spieler dabei, die wenig bis gar nicht Deutsch sprechen. Muss da der Trainer auch für Englisch reden oder wie funktioniert das genau? Ja, natürlich ist unser Spruch generell schon sehr viel Englisch am Platz. Es ist halt auch bei Besprechungen oder so, dadurch, dass wir ein großes Trainerteam haben, ist die Sitzordnung immer so gewählt, dass immer wer zwischendrin sitzt und den Spielern ja, Englisch, Französisch, je nachdem, was halt benötigt wird, die ganzen Dinge übersetzt. Und am Trainingsplatz ist es jetzt nicht so, sage ich mal, wichtig. Ich meine, so die, sage ich mal, ganz einfachen Begriffe wie links, rechts, vor, zurück und so, das haben alle Spieler gleich mal draußen. Und ja, von dem her ist es am Platz jetzt nicht so schwierig, aber ich glaube, wenn es so detailliertere Sachen sind wie bei Videoanalysen oder so, ja, dann ist es meiste halt auf Englisch dann. Zum sportlichen Abschluss nochmal an jeden von euch die Frage, was ist für ein LASK in dieser Saison drinnen? Wir haben Salzburg, wir haben Sturm. Salzburg ist bei weitem nicht die Übermacht wie letztes Jahr. Sturm hat jetzt auch ein bisschen geschwächelt. Was ist möglich? So, jetzt beantworten. Ja. Ja. Genau wie ich es vorher schon gesagt habe. Ich glaube einfach, dass wir von Anfang an jetzt schauen müssen, dass wir den Abstand genauso halten, also dass wir ihn nicht größer werden lassen. Dann kommt die Punkteteilung und ich glaube, dann wird es extrem spannend, wenn wir dann, wie auch vorher erwähnt, ein super Playoff spielen wieder, weil du hast dann immer direkte Duelle, also Viere gegen die vor uns. Und ja, wenn du das ziehst und gegen die andere auch gute Partien machst, glaube ich, ist alles drin und ja, dann schauen wir, was rauskommt. Luki, wie siehst du das? Ja, sehr ähnlich. Ich glaube, diese Vorrunde, was einfach gespielt wird, denke ich, dass du einfach sehr stabil unterwegs sein musst. Einfach, dass du reinkommst, dass du die Punkte holst und dass du, ja, auf der einen Seite nach oben hin den Abstand nicht zu groß werden lässt. Auf der anderen Seite haben wir es vor zwei Jahren miterlebt, wenn es dann nicht so rund läuft, kann es dann schon eine zahre Geschichte werden und dann sind wir ja nicht oben reingekommen. Also wie gesagt, von dem sind wir jetzt heuer und letzte Saison ja eh schon ein bisschen entfernt, dass man schon auch planen kann, dass wir mit oben dabei sind. Und der Flecki hat es gesagt, du hast dann in den oberen Playoff die 10 Spiele und da kann es halt sehr schnell in beide Richtungen gehen. Und da gilt es dann einfach, den Fokus so auf den Platz zu bringen, dass einfach jedes Spiel extrem wichtig ist und du eigentlich dann nur Topspiele hast. Und wenn du dann einfach in der Phase performst, sage ich mal ähnlich wie es beim Eishockey einfach in einem Playoff-Spiel ist oder in der Playoff-Serie ist, dass du, wenn du gerade halt reinrutscht, oben hin als Sechster und dann einfach gut performst, dass du dann wirklich auch noch vorne angreifen kannst. Und das ist einfach der Modus, den wir jetzt in Österreich haben. Und ich denke, wenn wir sie da in den Top 3 dann letztendlich ansiedeln, dann denke ich, ist es eine ordentliche Saison. Sascha, wenn wir davon ausgehen, dass Salzburg und Sturm sicher dabei sein werden, oben der LASK auch, wer werden denn die anderen Gegner werden im oberen Playoff? Oder ist das sehr schwer zu sagen noch im Moment? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es wird noch sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist ja sehr knapp alles beieinander. Von dem her, ja, lasse ich mich auch überraschen, weil ich glaube, wie du vorher gesagt hast, Hartberg ist gut drauf, Klagenfurt macht es auch richtig gut, Austria ist im Aufwind wieder. Von dem her, ja, wird es sehr spannend, aber zu sagen, glaube ich, da weiß ich nicht, wer da reinrutschen wird. Und nun zum Wetter vom Mars. Heute erwartet uns ein trüber Tag mit maximal minus 63 Grad. Es wird sandig mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 120 km/h. Es bleibt staubtrocken. Unsere Erde ist nicht erneuerbar, Energie schon. Deshalb verändern wir uns und unsere Energie. Klimaneutral und unabhängig bis 2035. Energie AG. Energie, aber gut.
Zum Schluss würde mich nur eins interessieren. Ich weiß nicht, vielleicht hat gestern wer Talk und Tore gesehen. Auf Sky war der Trainer zu Gast, der Thomas Sageda. Und da ist herausgekommen, dass unser Trainer sehr gut Klavier spielen kann. Habt ihr das gewusst? Nein. Habt ihr da was dazu gelernt? Wie schaut es denn bei euch aus? Habt ihr irgendwelche versteckten Talente, von denen wir nichts wissen? Oder wisst ihr von den anderen, dass die irgendwelche Talente haben? Ich habe absolut kein Talent. Luki, Musik, Tanzen? Nein? Musik, Tanzen eher weniger. Also ich glaube, was ich wirklich unterschreiben kann, ist, dass alle drei da, was sitzen, einen unglaublichen Schmäh haben. Und das ist wieder bei der Stimmung in der Mannschaft sehr wichtig. Und das kann ich sofort unterschreiben. Flecki, du hast Talent außer Bodenturnen, wie wir gesehen haben? Geräteturnen noch? Ja. Nein, aber... Ringe oder eher Stufenbahn? Nein, Bahn eher. Ja. So, aber, aber es ist genau wie der Luki sagt, ich glaube, unsere Leidenschaft ist generell Fußball. Ich glaube, sportlich sind wir alle in Ballsportarten sehr begabt. Ist bei mir jetzt so, dass ich gerne Tennis spiele oder so, aber Sascha ist auf der Playstation, muss ich sagen, sehr gut. Ab und zu mit dem Spiel. Ist immer wieder witzig. Luki. Wollte jetzt nichts sagen. Du schaltest die Playstation nicht ein. Aber Luki ist ein sehr guter Tänzer. Weiß nicht. Ja, schon. Eher Standardtänzer oder? Ja, so eher Freestyle. Aber, Freestyle. Ich sag, aber macht er sehr gut. Quer durch die Bank. Ja. Also. Ich möchte noch kurz zur Kabinenmusik kommen. Der Sascha hat mir nach dem Spiel gegen Sergio Lask gesagt, dass du einer von den DJs bist. Das ist korrekt? Ja. Weil, was ich da gehört habe, ich habe gehört Hula Paloo aus der Kabine, dann habe ich noch gehört Just Can't Get Enough und Depeche Mode und dann noch Skifahren. Das ist ein sehr guter Mix, würde ich mal sagen. Machst das du oder drückt man da auf Shuffle? Nein, das mach ich schon eh. Ich bin dann, also der René war jetzt eigentlich immer Kabinen-DJ und dadurch, dass er jetzt ein paar Spiele nicht dabei war, habe ich das übernommen. Ist, glaube ich, ganz gut angekommen jetzt bei der Mannschaft und nach so einem Sieg war die Stimmung ein bisschen lockerer und ich glaube, es ist aber sehr gut angekommen und dann habe ich halt alles mögliche aus. Sagst du, was sagt ihr? Macht er hervorragend. Ja. Macht er unglaublich und wie soll ich sagen, wir lassen sich halt auch immer ein bisschen Zeit, deswegen kommen da immer mehr Lieder dazu und da kann ich nichts Schlechtes über den Flecki sagen. Ja. Na gut, dann mach so weiter und hoffentlich gibt es noch viel zu feiern mit richtiger Musik in der Kabine. Dann sage ich mal vorerst Danke und jetzt habt ihr die Möglichkeit, den drei noch Fragen zu stellen. Wer möchte denn? Wer hat denn eine Frage an die drei? Karl ist mein Name, grüß euch, freut mich sehr, dass man euch mal live sieht. Wie hat euch das denn persönlich geformt, dass der LASK jetzt vor 10 Jahren eigentlich in der dritten Liga war und jetzt spielst du in der Europa League eigentlich gut auf und ihr begeistert die Massen und wie nehmt ihr das wahr und wie habt ihr die Geschichte wahrgenommen eigentlich vom LASK die letzten Jahre? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selber auch noch dabei, wie wir in der dritten Liga waren. Waren schon sehr harte Zeiten, also muss man ganz offen und ehrlich sagen, was sich da jetzt entwickelt hat, schon ganz besonders. Wie gesagt, für mich als gebürtigen Linzer ist das schon sehr bemerkenswert, auch mit dem neuen Stadion. Ich habe immer gesagt, es war schon fast ein bisschen ein Traum, dass für jeden LASK-Fan dann diese internationalen Reisen, wie es war, Tottenham oder Europa League, Achtelfinale, glaube ich, was war Alkmaar, jetzt mit Liverpool, wie ich ein kleiner Bub war, habe ich mir das eigentlich nur vorstellen können, auf der Playstation habe ich LASK gegen Liverpool gespielt oder gegen irgendeine andere Top-Mannschaft und das muss man schon, anerkennen, der Weg in den letzten 10 Jahren, also vom tot geglaubten Verein, auch mit dieser Tradition, die Wucht der Verein entwickeln kann, das dann so umzusetzen, ist schon sehr besonders. Ja, mein Name ist Klaus. Ich war 1965 6 Jahre alt, wie der LASK Meister und Cupsieger geworden ist. Das heißt, ich habe irgendwann ein Ablaufdatum und hätte gern gefragt, ob es mir vielleicht den Wunsch erfüllen könnte, eines dieser beiden, entweder Meister oder Cupsieger, zu erfüllen. Das hat mir wirklich sehr gefreut. Applaus
ein paar Jahre habt ihr, also so alt ist er noch nicht. Ja, aber. Eins kann ich da versprechen, wir werden alles dafür tun, dass wir dir den Wunsch erfüllen. Okay, ich sag danke. Du bist auch einer, wo ich immer was die Worte mit dem LASK Spieler des Tages. Also Dankeschön. Danke. Momentan, gell? Danke dir. Ja, hallo, ich bin der Markus. Mich würde das interessieren, ob ihr am Donnerstag eine total intensive Partie gehabt. Wie schaut die Regeneration aus, dass man hat zwei Tage Zeit bis Sonntag, bis zu dem Match. Wie schafft ihr das? Wie ist da der Ablauf? Wie schafft ihr das mental, körperlich? Ist ja wirklich nicht einfach. Ja, grundsätzlich ist der Ablauf dann so, dass du halt nach dem Spiel direkt schon mal in der Kabine kriegst du mal Elektrolyte und so von unserem medizinischen Staff. Danach Viertelstunde aufs Radl, also wir haben Ergometer drinnen stehen. Danach sind Eistonnen bereitgestellt, also dass du halt kalt warm machen kannst. Nach so einem Spiel ist dann immer ein bisschen schwierig einzuschlafen, weil der Körper einfach extrem hochfährt über den ganzen Tag. Das heißt, man braucht meistens immer ein bisschen, bis man dann wirklich schläft. Am nächsten Tag haben wir dann Training. Meistens so um 9:30 Uhr, dass wir wieder in Bashing sind. Dort gibt es noch eine gewisse Gruppen, also die Spieler, die mehr gespielt haben, haben Massagen schon. Es gibt einen Massageplan. Dann geht ein Teil halt in die Kraftkammer, dann haben wir einen Kraftzirkel, dass wir uns sehr kräftigen, ein bisschen verletzungspräventiv arbeiten. Die Gruppe ist dann quasi nur in der Kraftkammer, hat noch mit Black Rolls zu tun, mit Mobilisationsübungen. Die anderen Spieler, die was weniger zum Einsatz kommen sind, gehen am Trainingsplatz und machen ein Spürsatztraining. Das ist einfach, dass man halt auch auf eine gewisse Belastung kommt, glaub, was auch ganz wichtig ist in der Phase. Und dann, ja, meistens fährt man dann wieder heim und holt den Schlaf nach von der vorigen Nacht. Und ja, dann schaut man, dass man gut isst, eben generell auch gut schläft. Ich glaube auch wichtig, dass man den Kopf ein bisschen freikriegt. Das machen wir halt privat einmal, dass wir dann auch irgendwo was zusammen machen, dass wir uns halt über andere Themen ein bisschen unterhalten und beschäftigen. Und ja, dann ist eh schon am nächsten Tag das Abschlusstraining. Da schaust, dass du wieder griffig wirst für die Partie und am nächsten Tag fängt der ganz normale Spieltagsablauf wieder an. Also gegen welchen Gegner würdest du gerne mal spielen und heute halt auch gewinnen? Blau-Weiß. Ja gut, das haben wir schon einmal geschafft, das ist noch so, ist es nicht. Ich würde gerne gegen Liverpool gewinnen, das nächste. Schaut es bei euch aus, ob ihr mal so einen Gegner gegen den Skat spielen würdet? Gegen wen ich mal gerne spielen würde? Ja, ich habe es als kleiner Bub gesehen, der LASK hat einmal auf der Google gegen Real Madrid gespielt, da waren schon Topstars dabei, das würde ich schon noch gern mitnehmen, aber ich schließe mich da auch wieder an Sascha und Liverpool, wo wir gewinnen und das nächste Derby werden wir definitiv gewinnen. Du warst der kleine Bub gegen Real Madrid, das ist ja noch gar nicht so lange aus, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich war einmal klar, ja. Oder bin ich so alt, ich weiß nicht. Stimmt. Ja. Ich weiß nicht, wann, 2008, 2004. Nein, ich glaube schon länger aus. 2004, 2005 gibt es es? Kann sein. Oder? Nein, Blödsinn. Torschütze war Mario Mijatovic damals bei Elfa. War das nicht 100 Jahre? 2008. 2008. 100 Jahre, freilich 100 Jahre war es. Aber ist trotzdem auch schon wieder 15 Jahre aus, gell? Ja, stimmt, da war ich schon groß. Ja. Ja, hallo, grüß dich, ich bin der Andi. Ich habe eine Frage an euch. Ich weiß, der Derby hat eigene Gesetze, aber man hat es ja vorher gesehen und auch die Jahre davor gegen Rührt gesehen, wir können das einfach das Derby in Rührt einfach nicht gewinnen. An was liegt das genau? Beziehungsweise die zweite Frage ist noch, ich habe es gestern wieder gesehen, man läuft an, man spielt links, man spielt rechts, man spielt zurück. Warum schießt man nicht einfach mal? Ist das vom Trainer so auferlegt, dass, weil im Strafen kann immer ein Handspiel passieren. Warum zieht man nicht mal einen an, wie es der Branko gegen Mostar gemacht hat zum Beispiel? Warum wird da immer gespielt oder beziehungsweise ist man da zu übermotiviert in einem Derby? Was liegt das, dass man keine Derbys nicht wirklich gewinnen kann? Ich glaube, das Hinspiel haben wir gewonnen. Gute Frage, hinschießen. Ich glaube, gestern, wenn man einen Ball genommen hat, von 20 Meter aufgeschaut hat, sind 10 Spieler vor dir gestanden, 10 Verteidiger.
dass da der Ball irgendwie durchgeht, wird dann schwer. Du versuchst halt irgendwie die Lücken zu finden. Ja, ich glaube, dass wir aber gestern auch einfach die letzten Pässe einfach nicht ankommen sind. Von dem her ist dann schwer gewesen. Aber ich glaube, dass wir schon genug Qualität auch in der Mannschaft haben, dass wir solche Spiele auch nach so einer Doppelbelastung gewinnen müssen. Aber ich glaube, wir werden uns da fürs nächste Auswärtsspiel dann gut vorbereiten und dann auch den Sieg holen. Hallo, ich bin Kimberly und ich wollte fragen, wer euer Vorbild ist vom Fußballer? Euer Vorbild? Mir ist nicht so schwer, das ist der Messi. Das ist meine Körpergröße. Von dem her ist da bei mir der Messi. Mein Vorbild, Piqué. Ja, bei mir war es früher in meiner Zeit eben Ronaldinho und so weiter, Zidane. Das ist bis jetzt eigentlich noch immer so geblieben. Hallo, ich wollte fragen, ob man während dem Spiel so komplett abschaut und nichts mehr mitkriegt oder ob man so die Fans und so hört und das nur pusht. Ja, bei mir ist, also ich kann nur für mich sprechen, vor dem Spiel oder so kriege ich schon alles mit. Aber sobald der Schiedsrichter in das Spiel anpfeift, ist man extrem in einem Tunnel drin. Natürlich kriegt man die Lautstärke mit und so, aber jetzt nichts irgendwie einzeln. Also so ist es bei mir. Ja, es ist sehr ähnlich. Man ist einfach so in einem Tunnel drinnen, wenn der Schiri anpfeift. Den einen oder anderen Fangesang kriegt man schon mit. Aber man kann das irgendwie dann schon ein bisschen ausblenden. Deswegen, ja, denke ich auch so ähnlich wie der Flecki. Ja, bei mir ist eigentlich auch genau gleich. So richtig mitbekommen tust du das nicht. Vielleicht dann, wenn mal eine Pause ist, wenn irgendwer verletzt ist oder so am Spiel, dass du das dann mitbekommst. Aber so, wenn das Spiel läuft, kriege ich eigentlich auch nichts mit. Wie geht es euch denn da, wenn jetzt eine VAR-Entscheidung ist, die was über 5 Minuten dauert? Baut man da Körperspannung an oder wie macht ihr das, dass ihr da wirklich auf dann, also wie gesagt, aggressiv bleibt oder dann wieder richtig einfindet in die Partie? Wie man da bei Sturm gegen Salzburg schon, wie das Feuerwerk war, ist ja die Sturm dann wirklich nicht mehr rausgekommen, wenn es dann so lang ist. Aber bei 5 Minuten kann man das irgendwie dann, weiß nicht, dass man gepusht ist oder ja, ich sag, es ist jetzt nicht so tragisch. Es ist dann schon immer, wie du das Spiel hernimmst, die haben halt dann im Gesamtkollektiv einfach schon dann einfach den Faden verloren und das ist, kann für die eine oder andere Mannschaft schon von Vorteil sein. Aber ja, so VAR-Entscheidungen 3-4 Minuten, ich sag, es ist nicht so tragisch von der Spannung her. Das Einzige ist halt schon mühsam, wenn dann alles immer wieder gecheckt wird und die Emotion dann einfach darunter leidet. Also das kann, glaube ich, jeder Fan da sagen, wenn du irgendwann ein Tor schießt und alle dran durch und dann wird das halt 3-4 Minuten gecheckt, dann ist es schon mühsam. Aber auf der anderen Seite denke ich dann auch oft als Verteidiger, sind wir froh, dass es ein VAR gibt. Die Abseitsentscheidungen, die wären einfach schon so minimal. Und dann sollen sie sich halt die eine oder andere Minuten länger Zeit lassen und genauer drauf schauen, was wir sie machen am Blödsinn. Grüß euch, ich heiße Andi. Ich wollte nicht uns einmal wissen, was Sie als Profi für die neuen Formate, für die Fußballer, also für die Ligen, so wie ein Piqué, der was die Kings League macht und so. Was haltet ihr eigentlich von dem? Als Profis? Ich habe das jetzt nicht so mitverfolgt, von dem her kann ich da jetzt wenig dazu sagen, aber ein paar Videos habe ich gesehen auf TikTok. Ich glaube, das ist schon richtig geil, überhaupt Aguero ist dabei, da spielt er dort. Ja, spielt dort. Ich glaube, für solche Spieler, dann, wenn man dann aufhört und dann da mitmacht, glaube ich, ist schon nochmal, glaube ich, eine geile Zeit. Ja, ich habe mich auch damit zu wenig beschäftigt. Ich glaube, was ich gelesen habe, Toni Kroos hat jetzt auch so eine neue Liga aufgemacht. Es kommt da so ein bisschen um, wie wenn es so ein bisschen Marketing-Gag ist und dass das einfach mit Social Media und mit diversen Streams einfach ja schon enorm explodieren kann. Für den aktiven Profifußball, weiß ich nicht, beschäftigen mich einfach zu wenig damit. Ja, bei mir
Bei mir ist es auch so, ich kenne mich eigentlich gar nicht aus mit dem Ganzen. Aber ja, ich glaube auch, dass das eher so in die Richtung Marketing geht und so ein bisschen, ja, mehr Unterhaltung in die Branche. Aber ich glaube, es tut irgendwie keinen weh und können es machen. Also passt. Vielleicht machen wir ja noch ein österreichisches Format mit diversen Legenden. Ihr habt ja das Alter noch nicht. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wir können uns ja ein paar zuholen. So, dann machen wir eine letzte Frage. Bitteschön. Hallo, ich bin der Christian. Also was mich interessieren darf, wie viel Tätschen kriegt eigentlich der Stojkovic vom Trainer, wenn er weiß, es sind wahr. Ja? Und du siehst alles im Fernsehen. Und die machen Ringeinladungen und so Sachen. Ja? Man, nur leichter kann man ja keine Tore herschenken. Ja? Man, wie wird das bei euch angesprochen? Ja? Kriegt er da eine aufs Happy oder ich weiß es ja nicht. Ich meine, das ist ja, ich kann gut spielen und durch so eine Aktion oder was gebe ich meine Partie aus der Hand. Wo man eh weiß, es ist ja wahr. Ne? Das kann es eigentlich nicht sein. Ein bisschen sollte man sein Hirn schon einschalten, glaube ich. Das ist Gott sei Dank gut ausgegangen in dem Fall, muss man auch sagen. Gell? Aber ja, ich würde auch gerade sagen, Gott sei Dank ist nichts passiert bei der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, Stoik ist an sich, ja, er weiß schon, wie viel er da einlegen kann in so Zweikämpfe. Natürlich wird das auch angesprochen. Ich glaube, ja, er ist ein schlauer Bursch und weiß, dass er es nicht zu oft machen soll. Natürlich ist es oft im Zweikampf dann so oder in genau so Situationen. Du versuchst, den Gegner zu stören, dann ist halt die Frage, wie lange haltest du oder wie lange bleibst du dann wirklich dran, bis du ihn freigibst. Ja, und dann vielleicht schaut es dann halt, ja, mit Fernsehbildern beziehungsweise mit Zeitlupen, glaube ich, ein bisschen, ja, schlimmer aus, bis dann wirklich war. Ich glaube, ein bisschen Körperkontakt gehört dazu und ja, ich glaube, ein Tätschen hat er zwar noch nicht gekriegt, aber ja, er weiß, was er tut, sage ich mal. Okay, ja, dann sage ich herzlichen Dank an euch, das Torwart. Danke auch für eure interessanten Fragen und nochmal einen riesen Applaus für unsere drei Spieler. Sascha Horvath, Felix Luckeneder und Florian Flecker. Ja, auf www.liveradio.at, da gibt es Gewinnspiele. Da könnt ihr wieder für den Urtypen oder die Urtypin des Monats November abstimmen. Wer ist euer Spieler oder eure Spielerin des Monats November? Am Ende des Monats gibt es für drei Gewinner jeweils eine Kiste Zipfer Urtyp. Urtyp des Monats Oktober war übrigens Robert Schul. Den Live-Radio Last Podcast 1908 gibt es natürlich auf unserer Website www.liveradio.at, in der App und auf Spotify. Falls es Fragen gibt, ein E-Mail an podcast@liveradio.at. Damit sagen wir Danke, dass du da warst und wünschen euch noch einen schönen Abend. Tschüss. 1908, der Live-Radio-Lask-Podcast.